Willkommen zurück. Es steht der nächste Kampf an. Legen wir los. Du wieder. So ist es. Unser Freund hat mich befreit. Nun, im Grunde habe ich gesagt, was zu tun ist. Hast du einen Plan? Wir haben hier noch einen Freund. Das kann nicht dein... Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen. Aber ich schätze, diesmal stecken wir tief drin. Sperling kommt, zweimal Sperling, okay. Ringwanze. Mhm. Schlimmer Fehler. Warum? Bringt mir gar nichts. Ich habe nur Knochen. Ameise. Mhm. Der Wert für dieses Siegel steht entspricht der Wert der für den dieses Siegel steht, Gott, oh Gott, entspricht der Zahl der Ameisen, die der Besitzer auf seiner Seite des Tisches hat. Aha, und? Was bringt mir das? Zurück im Spiel. Ich sehe, in welche Richtung das läuft. Ich gebe mich geschlagen. Okay. Du kannst akzeptieren, dass ich aufgebe. Oder diese Partie auf die langsame Weise beenden. Okay, damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Verdammt, habe ich mein End vergessen? Nein, jetzt ist das der Schorrer. Verdammt. Der unverletzliche Bienenstock. Wenn er angegriffen wird, ziehst du eine Biene. Okay, das ist wirklich praktisch. Die vergötterte Ziege, die Wahrstgabe ihrer Opferung, bringt drei Blut ein. Ich glaube, da nehme ich den Bienenstock. Wie konnte ich denn das N vergessen, verdammt? Wie sieht's denn aus? Zwei Leben haben wir. Ja, Gegenstände habe ich momentan alles voll, ne? Eine Gruppe ausgehungerter Überlebender stand um ein verglühendes Lagerfeuer. Am Feuer ist noch Platz für eine Kreatur, sagte einer. Die Wärme wird ihre Kraft steigern, sagte ein anderer. Einer der Überlebenden sagte gar nichts, konnte jedoch nicht aufhören, sich die Lippen zu lecken. Keine Chance. Oh.
hat die wenigstens eine Angriffskraft. Die Kraft der Karte Bienenstock wurde durch die Wärme gesteigert. Als einer der Überlebenden ein Messer aus der Tasche zu holen begann, zogst du dich zurück. Wieder zwei Sperlinge. Lockerer Schwanz. Wenn eine Karte mit diesem Siegel getroffen würde, entsteht stattdessen ein Schwanz und eine Karte mit diesem Siegel bewegt sich nach rechts. Okay. Da, der Coyote mit zwei Angriffskraft. Der würde mein Opossum gleich platt machen. So merkwürdig. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Ich glaube, ich habe einen Teil meines Gedächtnisses verloren. Durch den Blitz. Ah, der würde auch ihn platt machen. Scheiße. Gut gespielt. Du hast mich erwischt, ich gebe auf. Okay. Was jetzt? Unterwegs wurdest du von einem Fallensteller angehalten, der seine Felle verkaufen wollte. Seine Erscheinung hatte etwas Unheimliches, doch seine Waren lenkten dich schnell ab. Magst du dir meine Felle ansehen? Der Fallensteller handelte mit Zähnen, die Art, die im Kampf gesammelt wird. Man erhält sie, wenn man mehr Schaden verursacht, als nötig ist, um eine Partie zu gewinnen. Nimm ein Fell, kostenlos. Erkennst du die Qualität? Wir haben ja Kinder. Kaninchenfell. Du gehst schon? Bitte sieh dir meine Felle an. Dafür wirst du mehr Zähne brauchen. Ja, was soll ich mir denn angucken? Danke für das Geschäft. Der Mann versicherte dir, die Felle seien vom großen Wert. In einem Kampf scheinen sie nicht zu nützen. Aber er erwähnte, die Händlerin ein Stück weiter auf dem Weg werde dich dafür belohnen. Hier ist wieder so eine Opferkarte oder ein Lagerfeuer zum Stärken. Ich glaube, ich nehme zum Stärken. Das warme Licht eines Lagerfeuers war ein willkommener Anblick. Doch die 10 hungrigen Augen ringsum trübten die Begrüßung. Willst du eine Kreatur am Feuer wärmen, um ihre Gesundheit zu steigern, fragte einer. Oh, diesmal Gesundheit, okay. Nimm was anderes. Was, tu, was du tun musst. Warum willst du mal nicht? Ich meine, wir hören auf ihn mal, aber Leben steigern. Ich meine, das Opossum kannst du günstig rufen?
Aber ihn hier auch. Und dann hat er noch mehr Leben. Oder mein Wolfi. Ich glaube, ich nehme ihn. Die Überlebenden hatten recht, was die Flammen betraf. Die steigerten die Gesundheit der Kreatur. Als du einige der Überlebenden sabbern sahst, zogst du dich eilends mit deiner Kreatur zurück. Ich frage mich irgendwie, irgendwann wird doch auch was Negatives passieren, oder? Schöner Gruß. Okay, was hat er? Wieder zwei Sperlinge. Drei Knochen brauchen wir hierfür. Den Skink oder den... Ich würde den Skink rufen, damit wir einen Sperling schon mal direkt markieren können. Tier. Kann nicht angreifen. Das heißt, ich würde meinen Ochsenfrosch gerne dahin setzen. Und dann kann ich doch auch ihn hier. Sollen wir? Na klar, sollen wir. Der Wolf. Das Lamm. Kurz. Der hat jetzt Angriffskraft verloren? Mächtiger Satz einer Karte. Mit diesem Siegel blockiert einen sich entgegenstellenden. Ja, aber wieso ist mein Angriff jetzt auf Null? Ach, wegen dem Scheiß Stinktier. Ah. Otze. Ich gebe mich geschlagen. Schon wieder. Du kamst zu einem kleinen Außenposten im Wald, in dem eine geheimnisvolle Frau arbeitete. Es war die Händlerin, die der alte Ballensteller erwähnt hatte. Ihr Äußeres wirkte beunruhigend, doch ihr Angebot ließ deine Sorgen verfliegen. Macht es dir was aus, wenn ich mir mal deine Felle ansehe? Lass uns mit deinem Hasenfell anfangen. Hier, das kann ich dir anbieten. Einem Handel steht nichts im Wege. Lass dir ruhig Zeit. Sperling, harte Ziege, Maulwurf. Was macht denn der Maulwurf? Eber, wenn ein leeres Feld getroffen würde, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf diesem Feld, um den Schlag stattdessen zu empfangen. Aha. Elch? Stattlich, wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich die auf dem Siegel angehende Richtung. Im Weg stehende Kreaturen werden in die gleiche Richtung geschoben. Drei Blut. Farbe, ist klar. Opossum. Mantis. Vielleicht brauchen wir ein Eichhörnchen und Mantis für dieses eine Bild da. Gegabelter Angriff. Eine Karte mit diesem Siegel greift die gegnerischen Felder links und rechts des Feldes vor sich an. Gleichzeitig? Nice, dann nehme ich den. Diese Fälle sind großartig. Besten Dank. So, wir gucken mal jetzt zu dem Gemälde. Wenn man das so nennen will. Zum Bilderrahmen. Okay, bringt nichts. Oder ich muss beide so spielen? In irgendeiner Runde? Dass ich die rechts habe und ein Eichhörnchen auf der anderen Seite? Keine Ahnung. Okay. Ändert sich also nichts. Okay, zumindest das mit dem Schädel haben wir jetzt nochmal neu rausgefunden. Aber
Was mir das hier gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Na gut, machen wir ein Päuschen, Spitze, bedanke mich. Bis denne.